Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Crypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über Vitalik Buterin, dem Ethereum-Gründer. Wir sprechen über Monero und was da für ein Risiko davon ausgeht momentan. Wir sprechen über Tether und OMG oder ehemals Omise Go. Und dann noch eine letzte Nachricht ganz am Schluss. Bevor wir aber loslegen, Leute, nicht vergessen, unbedingt Newsletter anmelden. Für den Newsletter anmelden. Ich habe gestern Digibyte analysiert und da gibt es noch ein paar Informationen zusätzlich. Wir springen in die erste News Story und zwar geht es darum, dass Vitalik Buterin, der Gründer von Ethereum, seine Ethereum für Fiat verkauft habe und seit 2017 keine Bitcoin mehr gekauft hat. Jetzt ist die große Frage, wieso ist das interessant oder relevant? Hauptsächlich deshalb, weil ich denke, dass einige Projekte sehr personengetrieben sind. Ethereum ist so ein Projekt, Litecoin war ein anderes. Und ihr erinnert euch vielleicht, der Litecoin-Gründer hat so ziemlich bei der Spitze all seine Litecoins verkauft. Jetzt sagt Vitalik Buterin, er habe bei 700 US-Dollar verkauft. Er sagt nicht, ob alles oder wie viel, aber Fakt ist, dass er einen Teil verkauft hat und einen Teil gespendet habe. Auch hat die Ethereum Foundation, also die Stiftung hinter Ethereum, bei 1200 verkauft. Auch das ist ein ziemlich guter Preis und ein großer Teil dieser Gelder ist effektiv dann in die Entwicklung geflossen und konnte so die Ethereum-Community weitertreiben. Ich glaube, Ethereum zu verkaufen und mit dem eigentlich die Stiftung zu unterstützen oder sich selbst zu finanzieren, das ist per se nicht schlecht. Ich glaube, gefährlich wird es, sobald die Leute sagen, ich verkaufe alles und disassoziiere mich eigentlich vom Projekt. Und bei Vitalik Buterin wissen wir ja, ist das momentan ja ganz klar nicht der Fall. Das Problem ist halt eben genau, wenn solche Fälle eintreten, wie bei Charlie Lee und Litecoin, obwohl auch er sich eigentlich nicht vom Projekt entfernt hat, kann es eben genau dazu kommen, dass eben das Interesse auch schwindet von der allgemeinen Community, weil eben der Gründer nicht mehr am Start ist. Weiter sprechen wir über Monero, denn es gibt jetzt eine neue Monero Mining-App, die eigentlich als, ich sag mal eher nicht Ransomware oder Malware, aber wirklich als hinterlistige Software eigentlich installiert wird. Das Ziel ist nämlich, dass man Systeme angreift und dementsprechend dann Monero anfängt zu minen. Wieso Monero? Ganz einfach, Monero ist eines der Kryptos, die auf CPUs gemeint, also mit CPUs gemeint werden können, also mit den Prozessoren und nicht mit den Grafikkarten. Und das macht es dann entsprechend bei Servern etc. entsprechend anfällig, dass diese Systeme befallen werden. Jetzt gibt es diese Software, die eben rausgekommen ist. Das hat eine Security-Firma rausgegeben und gesagt, dass jetzt eben diese sogenannte Fritz Frog, so heißt diese Malware, eigentlich schaut, wo gibt es entsprechend Systeme, die offen sind, wo gibt es einfache Passwörter, wo kann man diese Software installieren, wird das Ganze verbreitet und ist bereits schon bei über 500 SSH-Servern installiert, zum Teil in Unis oder Universitäten in Europa, in den USA und einer Zugfirma. Ich sag mal, also langfristige Konsequenzen da wird es natürlich rein von den Stromkosten haben, weil dann die Systeme heraufgefahren werden oder eben konstant auf voller Kapazität laufen und entsprechend eben genau diese Monero minen. Als nächste News Story, und das werden einige von euch beobachtet haben, ist OMG Network, ehemals Omise Go. Da ist nämlich die Frage gekommen, wieso steigt denn das nun so hoch? Wenn wir hier den Chart kurz anschauen, dann sehen wir hier fast 30% Anstieg, nachdem es eine kleine Korrektur gegeben hat. Und ich glaube hier, der Hauptgrund ist eindeutig, dass Tether auf OMG umstellen wird. Jetzt ist OMG oder Omise Go ehemals, hat eine Scaling oder eine Skalierbarkeitslösung basierend auf Ethereum implementiert. Also man hat da immer, ich glaube Casper war das damals, hat man immer versucht zu pushen und auf Omise Go entsprechend umzusetzen, hat das dann auch effektiv gemacht. Und Tether sagt jetzt, die Ethereum-Gebühren sind einfach zu hoch, wir müssen jetzt auf Omise Go wechseln und das hat dann dementsprechend diesen Kurs
Wachstum, Diskurswachstum gebracht. Jetzt Tether ist eine Stablecoin, wie ihr wisst, und man kann über Tether sagen, was man will, aber Tether ist eigentlich konstant daran, wirklich neue Systeme auszuprobieren, entsprechend neue Blockchains, das Ganze auf eine neue Blockchain aufzuhauen. Und von daher ziemlich cool, dass das so gut klappt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Tether halt nach wie vor die bekannteste und am meisten genutzte Stablecoin ist. Ich bin immer noch kein Fan von Tether, das wisst ihr, aber Fakt ist, dass Tether zumindest mit OmiseGo jetzt diese Partnerschaft hat und OmiseGo quasi die Skalierbarkeit für Tether liefert. Und als letzte News-Story sprechen wir noch über Goldman Sachs bzw. die klassische Finanzindustrie, die nun immer mehr Leute im Kryptobereich einstellen möchte. Jetzt ist die neueste Firma da, Goldman Sachs. Die stellen einen Vizepräsidenten für digitale Vermögenswerte ein für die globale Marktabteilung. Das ist natürlich eine Riesensache, vor allem weil man ja bedenken muss, dass vor etwa vielleicht 3 Jahren, 2 Jahren Goldman Sachs oder Banken wie Goldman Sachs überhaupt nichts mit digitalen Vermögenswerten zu tun haben wollten. Jetzt glaube ich, dass wir da einen ähnlichen Trend sehen werden. Also ich glaube, es wird da immer mehr Situationen geben, bei welchen Banken oder bankenähnliche Organisationen genau auf diesen Trend heraufspringen müssten. Ich habe letztens auch einen sehr spannenden Tweet diesbezüglich gesehen, nämlich eine Person hat getweetet, die Bankenaktien sind im Schnitt etwa 20-25% runtergegangen. DeFi als Gesamtmarkt, also dezentralisierte Finanzen als Gesamtmarkt, ist etwa 10-15% gestiegen. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einen Karrierewechsel zu machen. Das heißt, die Leute, die in einer Bank arbeiten, ich muss ganz ehrlich sagen, bei denen, vor allem bei den klassischen Vermögenswerten, also bei den Banken allgemein, sind die Arbeitsplätze natürlich nie, also nirgends ist ein Arbeitsplatz immer sicher, absolut, das verstehe ich. Aber bei den Banken spezifisch, die kriegen natürlich übelst Konkurrenz aus der Kryptowelt, sei es DeFi, sei es andere Sachen, sei es eben also sogar Stablecoins. Und all die Banker, die jetzt traditionelle Vermögenswerte vermarkten und verkaufen, die sind meiner Meinung nach in Gefahr, wenn sie sich nicht weiterbilden oder wenn sie nicht auf den DeFi oder andere Kryptoprodukte Trend draufspringen. Von daher, wenn du in einer Bank arbeitest und jetzt so ein bisschen über einen Karrierewechsel nachdenkst, ist eventuell nicht so ein schlechter Zeitpunkt, jetzt in eine wirklich innovative Firma einzusteigen, vielleicht da eine Karriere, nicht mal einen Karrierewechsel, sondern einen Karriere-Upgrade da zu machen, falls man in der Banken- oder Finanzwelt unterwegs ist. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert auch den Podcast. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde bald noch das Voting aufschalten für die Coin-Analyse nächste Woche. Und wer am Samstag, also noch diese Woche, eine zweite Coin-Analyse über einen Coin sehen möchte, der noch nicht so bekannt ist, einfach die Kanalmitgliedschaft abschließen, entweder hier bei Mitgliedschaft oder auf YouTube. Und dann erhältst du entsprechend das zweite Video diese Woche. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.